Also wenn Erleuchtung passiert, woher wissen wir, dass es passiert ist? Angenommen, wir halluzinieren, erleuchtet zu sein. Wenn so eine Sache passiert, wird es klarer als Tageslicht sein. Es ist nicht etwas, das du verpassen kannst. Es ist nicht so eine Art von Ereignis, dass du es verpassen könntest. Du wirst es nicht verpassen. Aber wenn ich das sage, dann ist damit ein Problem verbunden, weil es heutzutage an vielen Orten vor sich geht. Gegen eine bestimmte Gebühr, innerhalb eines Wochenendes, kannst du erleuchtet werden. Du wirst von jemandem für erleuchtet erklärt werden. Wirklich. Es passiert überall. Wenn du nur einen bestimmten Geldbetrag bezahlst, an einem Wochenende kannst du erleuchtet werden. Ich erinnere mich, in den 60ern, in den 1960ern, in Kalifornien, Leute richteten bestimmte Geschäfte ein. Erleuchtungsservices. Die Anzeige, an die ich mich sehr gut erinnere, wenn du nach Indien gehst, wird es 12 Jahre der Not dauern. $50, 30 Minuten. Du kannst erleuchtet werden. Sie haben nur psychedelische Maschinen benutzt. Du richtest bestimmte Bilder und bestimmte Töne ein und es wird einfach deinen Verstand wegblasen. Wegen der Geräusche und der visuellen Eindrücke bist du, wenn du herauskommst, wie betäubt. Du hast das Gefühl, wirklich irgendwo angekommen zu sein. Das war früher die Werbung. $50, 30 Minuten. Wenn du nach Indien gehst, 12 Jahre der Not. Hier ist Kalifornien. Schnelle, neue Technologie. Diese Maschinen von 1960, diese alte Technologie ist nun nach Indien eingedrungen. Einige Leute haben diese Maschinen installiert und sie behaupten, dass sie dich innerhalb eines Wochenendes erleuchten können. Du kannst darüber nicht halluzinieren. Wenn du aufrichtig bist, würdest du wissen, dass dem nicht so ist. Aber wenn es ein Teil des Rennens ist, dass du vor jemanden erleuchtet sein willst, kannst du dich natürlich erklären, ich bin erleuchtet. Es ist nur so, dass diese Art von Täuschungen nicht neu auf dem Planeten sind. Sie passieren schon seit langer Zeit. Aber jetzt ist die moderne Technologie gekommen, um ihnen besser zu helfen, um ihnen einen erweiterten Sinn für viele Dinge zu geben. In den 60er, 70er Jahren wurde viel mit diesen Dingen experimentiert. Die eine ist mit diesen psychedelischen Maschinen, die andere mit psychedelischen Drogen. Man nimmt LSD und die Leute behaupten, dass sie erleuchtet sind, weil sie einen erweiterten Sinn hatten. Nur für eine Weile und dann kamen sie zurück. Wenn sie es übertrieben haben, dann haben sie alles verloren. Sie sind auf so viele verschiedene Arten zusammengebrochen oder sogar gestorben. Viele Menschen sind aufgrund des exzessiven Gebrauchs von psychedelischen Drogen mental zusammengebrochen. Aber für diese wenigen Momente fühlten sie sich wirklich erleuchtet. Oder dachten es zumindest. Das ist nicht etwas, das du tust. Das ist nicht etwas, das du tun kannst. Es ist nur so, dass, wenn du das System kultivierst, deinen Körper, deinen Verstand, deine Emotionen und deine Energie bis zum Höchstmöglichen, dann blüht eine absolut wunderbare Blume in dir auf. Nicht etwas, das du getan hast. Du hast einfach nur unter den richtigen Bedingungen gewartet und es passierte. Es gibt eine sehr schöne Geschichte in den yogischen Überlieferungen. An einem bestimmten Tag sind vier Männer durch den Wald gegangen. Diese vier Männer sind durch den Wald gegangen. Einer ist ein Jnana-Yogi, ein anderer ein Bhakti-Yogi, ein weiterer ein Karma-Yogi und der letzte ein Kriya-Yogi. Diese vier Menschen können niemals zusammenbleiben.
Sie können nicht zusammen sein. Denn ein Gnana-Yogi bedeutet Yoga der Intelligenz. Er ist ein Mann des Intellekts, des großartigen Intellekts. Er verachtet alle völlig. Er denkt, dass jeder ein Narr ist. Besonders diese Bhakti-Yogis, die Ram Ram oder was auch immer machen, in seinem Kopf sehen sie wie völlige Idioten aus. Er kann sie nicht ausstehen. Ist das nicht so? Könnte dieser Mann Bhakti-Yogis aushalten? Nein, würde er nicht aushalten. Er kann sie einfach nicht tolerieren. Bhakti-Yogis, Menschen der Hingabe, sie haben Mitleid mit allen. Denn wenn Gott selbst hier ist, macht man diesen ganzen mentalen und physischen Zirkus. Es ist einfach dumm, ist es nicht so? Einfach Gottes Hand halten und in den Himmel gehen. Also, Bhakti-Yogis haben Mitleid mit allen. Für all die Dummheiten, die sie machen. Karma-Yogis denken, dass all diese anderen Leute nur faule Menschen sind. Denn wenn du willst, dass etwas passiert, musst du es tun. Weil sie faul sind und nicht bereit sind, das zu tun, was sie tun müssen, haben sie all diese anderen Yogas erfunden. Denn wenn in der Welt etwas geschehen muss, dann muss man es machen, richtig? Handlung. Das ist Yoga des Handelns, Karma. Kriya-Yogis verachten jeden, denn schließlich ist die ganze Existenz Energie. Wenn man nicht die Energie transformiert, wie soll sich etwas ändern? Wo ist eine Möglichkeit? Diese vier Menschen können also nie zusammen sein, aber heute sind sie zusammengegangen. Plötzlich brach ein Gewitter los, Regensturm, es begann von allen Seiten zu regnen. Sie begannen zu rennen, um nach Schutz zu suchen. Der Bhakti-Yogi sagte, dass es in dieser Richtung einen alten Tempel gibt. Lass uns dort Schutz suchen. Er kennt immer die Geografie der Tempel. Er wird keinen einzigen Tempel verfehlen. So vertrauten sie ihm alle und rannten in die Richtung. Dann fanden sie einen alten Tempel, in dem die Mauern vor langer Zeit eingestürzt waren. Nur ein paar Säulen und ein Dach waren da. Und in der Mitte war eine Gottheit, das Ebenbild Gottes. Sie rannten an diesen Ort, nicht, weil sie Gott suchten, nicht in irgendeiner Art von Liebe zu Gott, nur um dem Regen zu entkommen. Sie rannten hinein. Und dann standen sie da eine Weile. Dann stellten sie fest, dass der Regen aus allen Richtungen zu peitschen begann. Wo auch immer sie standen oder saßen, der Regen machte ihnen zu schaffen. Also der einzige Ort, an dem sie sitzen konnten, war in der Nähe der Gottheit. So umarmten alle vier einfach die Gottheit und setzten sich. Nicht, weil sie sich in Gott verliebt hatten, nur um dem Regen zu entgehen. Plötzlich erschien Gott. In allen vier Köpfen die gleiche Frage: Warum jetzt? Wir machten so viel Yoga. Wir machten so viel Puja, Lobpreis und so viele Dinge. Du kamst damals nicht. Jetzt, wo wir gerade dem Regen entkommen, warum jetzt? Und Gott sagte, endlich seid ihr vier Idioten zusammengekommen. Wenn diese vier Dinge in euch nicht zusammenkommen, euer Kopf, euer Herz, eure Hände und eure Energie, wenn nicht alles an seinem Platz zusammenkommt, wenn nicht alles seinen Höhepunkt erreicht, wird es nicht geschehen. Und wenn es passiert, besteht dann die Möglichkeit, dass ich es nicht merke? So etwas gibt es nicht. Selbst wenn du blind bist, weißt du, dass die Sonne aufgegangen ist. Ist es nicht so? Ja. Selbst wenn du blind bist, weißt du, dass die Sonne aufgegangen ist, denn niemand kann sie übersehen. Es ist kein kleines Ereignis, das jemand verpassen kann.
Du weißt vielleicht nicht, ob du geboren bist oder nicht, aber wenn du erleuchtet wirst, wirst du es wissen. It's much bigger than that. Es ist viel größer als das. Die Geburt wird viele Male geschehen. Dies wird nur einmal geschehen.